Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Metropolis Box von Neon Schwarz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Metropolis von Neon Schwarz in der Deluxe Edition. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarze Clubbox. Und hier gelbe und pinke Farbbalken und diverse geometrische Muster. Sieht aus wie in irgendeinem Audioprogramm. Als wäre das irgendwie Fruity Loops oder so etwas ähnliches. Sehr spannend das Ganze. Dann haben wir hier vier Personen, die wohl die drei Künstler und der dazugehörige DJ sein dürften. An den Seiten zieht sich das Ganze hier weiter, diese pinken Balken. Hinten auf der linken Seite lesen wir noch Neon Schwarz Metropolis und auf der Rückseite haben wir die Info, was sich alles in dem Album befindet, in der Box. Metropolis Deluxe Edition enthält 2 CD Metropolis Album inklusive Instrumental Album, Remix CD, Neon Schwarze Mütze bzw. Sturmhaube, Minimarker, 2 Sprühschablonen, 2 Aufnäher, 2 Aufkleber und Poster. Dann haben wir noch einen Barcode. Und die Credits zum Album. So sieht das Ganze aus. Und das Ganze eine reguläre Clubbox. Es ist vom Material ein bisschen dünner, also ist keine so eine richtige Kartonbox, wie man sie normalerweise kennt. Etwas dünner das Ganze, aber in meinen Augen auf jeden Fall ausreichend. Als erstes kommt uns mal eine Strickhaube, eine Sturmhaube entgegen. Dann haben wir hier einen Marker. Das dürfte das Poster sein, das ist hier eingeklemmt. Dann haben wir hier 2 Aufnäher, 2 Sticker, Remix, also Remix-Album, das Album an sich, eine Sprühschablone, ein Poster und, wenn sie rausgeht, eine zweite Sprühschablone. Jawohl. So, Box von innen komplett in schwarz gehalten. Machen wir mal zu und wir fangen an mit dem Album an sich. Metropolis aus dem Jahr 2016, Neon Schwarz. Ja, auch hier wieder ein sehr wirres Cover, rosa und gelb, die Farben, die hier dominieren, oder pink und gelb. Metropolis, also in Bezug auf Großstadt, Urbanisierung, generell einfach so, dass das Leben, das sich in der Großstadt abspielt, die guten und die schlechten Seiten, sollen hier wohl verdeutlicht werden. Dann haben wir hier hinten zu lesen Neonschwarz Metropolis. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 17 Tracks an der Zahl, keinerlei Features. Und von diesen 17 Tracks, muss ich sagen, sind meine Favoriten einmal der Track zum Album, also einmal Metropolis selbst. Das ist hier Nummer 5 und dann auch der Track Rap Stars, das ist Track Nummer 11. Diese beiden sind mir im Gedächtnis geblieben. Man muss dazu sagen, es ist meines Wissens das zweite Album von Neon Schwarz. Es ist eine Crew aus Hamburg und jetzt geht das Booklet nicht raus. Ich bin erst bei diesem Album auf die aufmerksam geworden. Ich habe sie davor ehrlich gesagt nicht am Schirm gehabt, bis zu diesem Release. Habe mich dann mal ein bisschen darauf eingelassen und sie machen sehr politischen Rap, gesellschaftskritischen Rap und sie sind politisch auf jeden Fall eher sehr linksorientiert. Also generell so Hamburg, St. Pauli Fans und sie sind politisch auf jeden Fall links, kann man sagen. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Alle Texte, alle, okay, also einfach hier die Credits mal, wer wofür verantwortlich ist. Und dann haben wir hier 4 Personen abgebildet. Und das dürfte sein die Dame der Gang, Marie Curie, nicht zu verwechseln mit Marie Curie, Marie Curie. Dann haben wir Captain Gibbs. Das ist so die Frage, das dürfte Captain Gibbs sein. Und das Johnny Mauser,
Und das noch der DJ Spion Y, wenn ich mich nicht irre. So heißen die. Was haben wir hier? Wir haben die Tracks, also die Texte zu den Tracks aufgelistet. Weitere Aufnahmen. Also wie gesagt, die Rap-Crew bestehend aus drei Leuten, zwei Herren und eine Dame. Und der vierte im Bunde ist der DJ. Sehr schön gestaltetes Booklet, sehr farbenfroh, schöne Aufnahmen und auch sehr viel Text. Hier dann nochmal ein Foto in Schwarz-Weiß der vier. Also ein echt umfangreiches Booklet. Könnte man eventuell als Wendecover verwenden. Ich werde es beim Standardcover belassen. So, Booklet wieder zurück. Und dann haben wir das Album Metropolis. So sieht das aus. Also die CD 1:1 wie das Cover. Und dann haben wir auf der Rückseite, hier geht's auf, die Instrumentals zum Album. Hier in weiß gehalten die CD. Und hier lesen wir die Instrumentals. Also auch wieder 17 Tracks. Keine Skizze oder Lückenfüller dabei. Wir haben 17 Tracks und auch 17 Instrumentals. Und dann haben wir das gesamte Album Metropolis in der Remix-Version. 17 Tracks an der Zahl. Auch hier wieder. Das Ganze in einer Papphülle. Und die CD hier in blau und gelb gehalten oder türkis und gelb. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, Papphülle. Dann haben wir zwei Sticker an der Zahl. Einmal diesen quadratischen Sticker. Das Foto des Covers. Und dann hier Neonschwarz im Querformat. Zwei Aufnäher. Einen kleinen, einen großen. Beide rund. Beide in Kreisform. Neonschwarz Metropolis. Und die Stars Ananas. Das ist auch ein Track. Ich glaube, dazu gab es auch eine Videoauskopplung. Steht hier Aufnäher for you. Sogar mit, weiß ich, die Frage, was das ist. Telefonnummer wird es wohl keine sein. Eine Seriennummer. Aufnäherforyou.de. Okay. Dann haben wir hier einen Marker. Dieser dürfte schwarz sein. Und auch hier lesen wir wieder Neonschwarz. Audiolied. Das ist ja das Label, unter dem das Ganze erschienen ist. Under Pressure. Also, ihr kennt das. Man öffnet das Ganze. Ist wahrscheinlich hier noch der Schutz drinnen. Man schüttelt das. Der Wattekopf oder der Markerkopf hier füllt sich mit dem entsprechenden Farbstoff. Und dann kann man auch schon losschmieren. Und in Verbindung mit diesem Marker hat man dann zwei Schablonen. Also man muss nicht freihändig schreiben. Nein, wir haben hier zwei Schablonen. Einmal diese hier. Man kann das halbwegs erkennen. Wir lesen hier Neon Schwarz in dieser geschwungenen Schrift. Also man kann hier den Namen der Band irgendwo an die Wand machen, taggen, Neon Schwarz. Oder aber, wir haben auch noch eine zweite, diese hier, Refugees Welcome. Also wie gesagt, sehr politisch, daher die Vorlage oder die Schablone auch entsprechend politisch, Refugees Welcome. Ist ein heiß diskutiertes Thema, gerade in Deutschland und natürlich auch in Österreich und der Schweiz. Und dann haben wir noch ein Poster, welches so aussieht. Neonschwarz, die Abbildung vom Cover wieder. Audiolied präsentiert Neonschwarz. Hier oben lesen wir sogar das Release Date, 6. Mai 2016. Und hier unten noch Metropolis. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt. Und dann haben wir noch eine Skimaske, eine Sturmhaube hier in Gelb. Was ich sehr spannend finde, denn auf der Produktabbildung, also als man das Ganze bestellt hat, war diese meines Wissens in Pink, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt habe ich sie hier in Neongelb. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht vor, diese zu tragen, von daher ist mir relativ egal, ob die jetzt Neongelb oder Neon Pink ist. Wir lesen hier Neon Schwarz
Ansonsten würde mich interessieren, ob wir noch irgendeinen Zettel drin haben. Nein, also keinerlei Info über Material oder Herstellung. Aber sieht irgendwie relativ self-made aus, das Ganze. So eine gestrickte, gehäkelte Sturmhaube in Neongelb. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Haube, diese Strickhaube in Neongelb. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Der Markerstift. Die zwei Aufnäher, jeweils in Kreisform. Die zwei Sticker, einmal quadratisch, einmal im Querformat. Das Remix-Album in dieser Papphülle. Das Album an sich, inklusive der Instrumentals. Und diese zwei Sprühschablonen aus Edelstahl, wenn mich nicht alles täuscht. Also einmal Refugees Welcome und einmal Neon Schwarz. Das alles in dieser wunderbaren Box Metropolis von Neon Schwarz. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Neon Schwarz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.